Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr außergewöhnliche, kreative oder anstößige Fragen habt. Und das hätte ich nicht tun sollen, weil bei einigen Fragen dachte ich mir so, pff, ich weiß nicht, ob ich das so auf YouTube sagen kann, aber let's dive into it. Ich habe hier mein Handy mit euren Fragen und werde euch diese Fragen jetzt beantworten. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend und arm? Bei dieser Frage fasziniert mich, dass da steht, lieber weniger attraktiv, was ja voraussetzt, dass ich schon so ein bisschen attraktiv bin. Vielen Dank, Dani, dass du, also eigentlich muss ich die Frage gar nicht beantworten. Du hast mir gerade ein Kompliment gemacht und damit bin ich jetzt schon glücklich. Aber um die Frage zu beantworten, ich nehme extrem gut aussehend und arm, weil das trifft zu. Die Miete, die ich jetzt in der Wohnung zahle, ist einfach so viel höher als die in meiner WG. Dementsprechend habe ich fürs Leben nicht mehr viel Geld übrig, weil die Wohnung so teuer ist. Also extrem gut aussehend und arm trifft zu. Das würde ich nehmen. Wurdest du schon mal beim Knickknack erwischt? Ich selbst nicht. Ich habe aber schon mal jemanden erwischt. Meine beste Freundin. Auf einer Party, auf der ich sie mitgebracht habe. Und es war ihre erste Party mit meinem Freundeskreis, den sie noch nicht kannte. Und da hatte sie gleich direkt was mit einem Typen. Wie hast du herausgefunden, dass dein Mann der Richtige ist? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, es sind jetzt, ich glaube, fast 12 Jahre um und er ist bislang noch nicht weggelaufen. Also scheint er doch gut zu mir zu passen und wir scheinen irgendwas richtig zu machen. I don't know. Es gibt nicht so diesen Moment, wo du sagst, oh, das ist der Richtige, sondern wir sind relativ schnell zusammengezogen. Wir hatten ein Jahr eine Fernbeziehung, wo wir uns zwar jeden Tag online gesehen haben, aber in Real Life haben wir uns dreimal gesehen in dieser Fernbeziehungszeit und dann sind wir zusammengezogen, was ja ein super schneller Move ist irgendwie nach so einer kurzen Zeit. Und wir sind direkt in eine Wohnung gezogen, die war insgesamt 39 Quadratmeter groß und das war nur ein Raum. Und da haben wir 3 Jahre drin gewohnt. Und ich glaube, nach diesen 3 Jahren war uns klar, das passt. Hast du schon mal Fesselspiele gemacht? Jetzt ist die Pause echt ein bisschen unangenehm lang, um jetzt Nein zu sagen. Ja, habe ich. Ich finde es schon auch irgendwie so ein bisschen attraktiv, so, weil man so ein bisschen die Kontrolle abgibt. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle hat. Und glaube, das ist so ein bisschen dieses Fallenlassen. Ich glaube, das ist das, was ich so attraktiv finde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Männer in Uniform irgendwie heiß finde, weil ich mir dann denke so, oh, Herr Officer, Sie müssen mich festnehmen. Ich war ein böses Mädchen. Meine Schwiegereltern gucken meine Videos. Das ist halt einfach. Wie hast du dir dein erstes Mal vorgestellt und warst du enttäuscht? Falls nicht, war es so wie erhofft? Tatsächlich habe ich mir von meinem ersten Mal nicht viel erhofft. Ich habe halt, wenn ich was drüber gehört habe, dann habe ich immer gehört so, ja, warte auf den Richtigen und das ist gar nicht so toll und hoffentlich hast du es schnell hinter dir. Und dann dachte ich mir schon so, okay, wird jetzt vielleicht nicht so cool. Es war einfach unkoordiniert. Es war einfach wie so ein Anfänger. Ich meine, klar, ich war natürlich ein Anfänger und dementsprechend war das echt nicht cool. Und vor allem, es war in meinem alten Kinderzimmer noch bei meinen Eltern. Meine Eltern hatten das Schlafzimmer gegenüber. Es war alles nicht so eine Situation, wo ich sage so, das war richtig gut durchplant und mega gut durchdacht. Das war schon scheiße. Deine 3 Wünsche an ein Genie. Ich meine, ich gehe davon aus, dass man sich nicht mehr Wünsche als diese 3 Wünsche wünschen könnte. Ich wäre vermutlich viel zu selbstlos. Ich würde mir wahrscheinlich so Sachen wünschen wie eine gesunde Welt, also so von der Natur her und von der Umwelt her und von solchen Sachen. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich eher sowas in die Richtung. Was ist das Versauteste, was du je gemacht hast, bevor du volljährig warst und seitdem du es bist? Also bevor ich volljährig war, so gar nichts, also nicht mal was Verbotenes. Ich war so anständig und so brav. Aber seit ich volljährig bin, wo fange ich da an? Da war ich 19. Da hatte ich was mit dem Bruder von meinem besten Freund. Und ich glaube, das ist schon, ist es versaut? Ich weiß es nicht. Aber das ist schon eher so, das gehört sich nicht. Vor allem, weil der Bruder das bis heute nicht weiß. Was war das schönste Kompliment, das jemand dir mal gemacht hat? Ich bekomme tatsächlich viele Komplimente, aber die besten und meisten Komplimente bekomme ich, wenn ich als Gabi aus der Buchhaltung unterwegs bin, als Drag Queen. Du kennst das. Du wachst morgens auf und musst dann erstmal 2 Stunden fertig gemacht werden, ehe du so aussiehst. Da kommen wildfremde Menschen auf mich zu, die mich noch nie vorher gesehen haben und die ich vorher noch nie gesehen habe und sagen mir einfach sowas wie, ich wollte dir nur ganz kurz sagen, dass du wunderschön bist. Das sind so schöne Komplimente, die ich bekomme, die ich sehr, sehr gerne mag. Was würdest du gerne an dir ändern? Ich wäre gerne
sehr viel mehr geduldig. Ich bin ein so wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Wenn ich eine Nachricht jemandem schicke, dann wäre das voll cool, wenn die Person ganz schnell antwortet. Ich kann es voll verstehen, wenn die Person das nicht macht, weil ich mache das auch nicht. Aber wenn ich dann eine Antwort erwarte, dann ist es so, oh, hat sie schon geantwortet? Hat er schon geantwortet? Mal kurz nachgucken. Und dann bin ich so voll hibbelig, weil ich dann irgendwie eine Antwort erwarte. Und das ist komplett egal, um was es geht. Und das würde ich gerne versuchen, irgendwie ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Was ist das größte Risiko, das du je eingegangen bist? Kann ich dir direkt beantworten. Ich bin für eine mir wildfremde Person in dem Sinne nach Irland gezogen. Ich meine, wir haben uns vorher schon ein paar Mal gesehen und ein Jahr lang telefoniert. So. Aber alles hinter einem zu lassen und zu sagen so, ich ziehe jetzt nach Irland, ist schon ein richtig großes Risiko. Weil was ist, wenn man ist angekommen und nach einer Woche merkt man, fuck, das funktioniert überhaupt nicht. Da muss man alles wieder rückgängig machen, wieder zurückziehen. Das ist schon, glaube ich, das größte Risiko, was ich eingegangen bin. Hattest du schon mal Sex mit mehr als nur einer Person? Erst habe ich gedacht, insgesamt so, wie hoch der Bodycount ist, da musste ich ein bisschen lachen, weil dann ist eine Person in meinem Alter mit einem Single-Jahr, wo ich sehr deprimiert war, doch schon wenig. Aber so mit mehr als nur einer Person gleichzeitig an einem Ort, zusammen in einem, also als Dreier quasi. Mhm. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, es gucken Leute zu. Was würdest du tun, wenn du dafür nicht bestraft werden würdest? Es gäbe so die ein oder andere Person, zu der ich einfach hingehen würde und die würde ich gerne küssen. Einfach so. So, wenn es keine Konsequenzen geben würde, so nirgends. Dann würde ich einfach hingehen, weil ich küsse sehr gerne und es gibt so zwei, drei Leute, die ich attraktiv finde, wo ich sagen würde, oh, ich würde gerne herausfinden, wie diese Person küsst. Einige von euch wissen es vielleicht, ich bin umgezogen, ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, nicht mehr direkt in Hamburg, sondern ich muss jetzt ungefähr eine Stunde fahren, nicht ganz. Und ich habe meine Wohnung so eingerichtet und ich habe es geliebt, irgendwie diese Planung in die Hand zu nehmen. Und eine Frage bezieht sich darauf. Was hat beim Wohnungseinrichten am meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß hat mir gemacht, diesen Fortschritt zu sehen. Das heißt, ich habe auf meinem Computer so ein Programm gehabt, wo ich die Wohnung einrichten kann. Das habe ich halt monatelang gemacht, bevor es überhaupt losging mit dem Umzug. Auf Instagram kann man so ein bisschen zu meinem Umzug sehen. Da habe ich so in meinen Highlights abgespeichert, was ich so beim Umzug alles gemacht habe. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal angucken. Das lasse ich noch ein bisschen da online. Das ist ganz, ganz nice geworden. Ja. Wer war dein persönlicher Kindheitsheld? Superheld, Familienangehöriger etc.? Ich glaube, mein persönlicher Kindheitsheld war mein Opa, der nicht mal wirklich mein echter Opa war, sondern der Vater meiner Stiefmutter. Aber ich habe ihn trotzdem logischerweise immer Opa genannt, weil er immer er selbst war. Also er ist mit den zerfledderten Hosen rumgelaufen, wo Löcher drin waren und alles. Und es war ihm völlig egal. Es war ihm so egal, was andere Leute über ihn sagen und andere Leute über ihn denken. Und das habe ich immer bewundert. Auch wenn wir einkaufen waren, dann hat er immer Witze gemacht und war immer er selbst. Egal, ob die Leute die Augen gerollt haben, egal, wie unangenehm es uns als Kindern war, dabei zu sein. Es war ihm völlig egal. Er war immer er selbst. Kannst du dir vorstellen, Lehrer zu werden? Vielen Dank, Luise, für diese Frage. Luise fragt das, weil sie war beim Social Media Camp dabei und hat mir danach auch geschrieben, dass sie mich pädagogischer fand als die meisten Pädagogen, die sie kennengelernt hat. Vielen Dank für dieses wahnsinnige Kompliment. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich kann es mir nicht vorstellen, Lehrer zu werden. Ich meine, ich bin der Lehrer meiner eigenen Schwul-School hier bei meinem ersten Schwultag und gebe ja schon irgendwo Wissen weiter. Aber ich könnte mir das nicht als regelmäßigen Alltag vorstellen. Also ich könnte nicht jeden Tag in einen Lehrstuhl gehen und sagen, oh, yeah, das und das müsst ihr tun. Also ich könnte nicht unterrichten, sage ich mal so. Aber ich könnte mir vorstellen, regelmäßig eher an Schulen zu gehen, einmal im Monat oder zwei Monate, um dort so Workshops zu geben. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber ansonsten, glaube ich, sind mir gerade viele Kinder oder viele jüngere Menschen, glaube ich, auf Dauer zu anstrengend. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage finden soll. Sie hat locker 10 Fragezeichen hinten dran. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das ein Angriff sein soll. Die Frage lautet, bist du schlau? Ich würde sagen, ich bin nicht dumm. Ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes logisches Denken. Solide Allgemeinbildung. Manchmal läuft es ein bisschen unglücklich für mich beim Denken. Vielleicht liegt es daran, dass ich tollpatschig bin oder vielleicht oft auch ein bisschen zu voreilig. Sagen wir, ich bin ab und zu recht schlau, aber manchmal ein bisschen dümmlich. Aber nicht dumm im Sinne von, oh Gott, ich bin richtig dumm, ich kann nicht richtig zählen. Okay, zählen kann ich wirklich überhaupt nicht, aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine. Also ich hab so meine Moments to shine, ja, ich habe so wirklich Momente, da denkt man sich, krass,
der ist ja richtig schlau, der Typ. Und auf der anderen Seite denkt man so, ja, okay, du weißt nicht mal, was Constable heißt. Ich lasse diese Frage einfach offen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren, dann beantwortet sie dort oder in einem weiteren Video. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Ja, so machen wir das. Und jetzt beantworte ich die Kommentare, weil ich liebe es, Fragen zu beantworten. Besonders Fragen über mich. Love it. Und wo ich auch Fragen über mich beantworte, in meinem eigenen Podcast, Hodenlose Frechheit. Ha, da, mit dieser Eigenwerbung hat jetzt keiner gerechnet, ne? Link dazu unten in der Infobox.